Wer mag die anderen? Wir müssen aufpassen mit Product Placement. Du hast neulich eine ganze Folge lang deine Flensburger Flasche mit dem Etikett schön nach vorne in die Kamera gehalten. Ja, gar nicht, mein. Dann möchte ich einmal ganz kurz klarstellen als Cold Opener, es ist nicht Top 3 alkoholfreies Bier. Dann mache ich das Product Placement einmal kaputt, außer er gibt uns Geld, dann ist sofort wieder Platz 1. Dann hat sich der Geschmack deutlich verbessert. Exakt. Der Geschmack des Geldes. Verprügelt mit Punchlines. Verprügelt mit einer Verprügelt mit Punchlines. Hi und herzlich willkommen zu Verprügelt mit Punchlines mit Falk Pürcek, mit Ivan Thieme und mit mir, Jonas Imam. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr uns auf Patreon unterstützt, schön, dass ihr da seid, wir lieben euch ganz doll. Und wir steigen direkt ein. Falk glaubt, dass er im Herzen Italiener ist. Und wir erinnern uns alle, an so viele Folgen, in denen Falk Pürcek die italienische Küche gehasst hat bis aufs Messer. Und da bleibe ich übrigens bitte bei. Ein echter Italiener würde sowas nie tun. Da hast du recht. Aber vielleicht gibt's auch so, vielleicht bin ich so ein stänkeriger Italiener. Weil wir sind ja teilweise auch sehr stänkerige Deutsche, die dann auch sehr hart mit Deutschland ins Gericht gehen. Meinst du, wir sind anti? Ja, da, soweit würde ich noch nicht gehen. Aber ich glaube, wir sind ja jetzt alle in unseren Momenten von gewissen Dingen, die Deutschland ausmacht, gar keine Fans. So. Das stimmt nicht. Ivan als Neuankömmling, als neuer Deutscher, ist definitiv... So falsch, neuer Deutscher ist definitiv immer falsch. Würde ich sagen, Deutschland gegenüber relativ positiv eingestellt erstmal, oder? Absolut, ich liebe Deutschland. Super, nehmen wir das. Das kostet doch gut. Kurz davor zu sagen... Also ich würde sogar, glaube ich, für Deutschland kämpfen. Ja. Nein, wirklich? Doch, würde ich, glaube ich. Aber gegen wen? Gegen die Schweiz. Luxemburg. Ja, okay, gegen kleines Land. Gegen Dänemark kriege ich auch noch hin. Ja, gegen ein kleines Land, was man bullien gegen kann. Gegen die Schweiz würde ich zum Beispiel schon nicht Wird schwer, antreten. Wird schwer. Ja, die haben Scheres daran. Genau. So. Ja, aber die sind so reich und privilegiert aufgewachsen, die wissen das gar nicht. Aber die haben auch dann diese ganzen, die teuren Waffen, ne? Ja. Der Krieg gewinnt ja immer nur Geld. Nee. Ja. Ab einem gewissen Punkt, es ist ein dreckiger Grabenkrieg und da werden die Schweizer nicht mehr klarkommen. Da werden die sagen, huch, mein Käsefondue fällt ihnen dann runter im Graben und so. Das du ist glaubst, nicht. Dass die denken, hey, wir sind auch noch im Krieg sehr klischeehaft. Ja, die halten das durch. Ja, okay. Die machen mit ihrem Schweizer Messer noch schön ein Chablis auf und versuchen hier irgendwie... Ein Chablis? Ja, das ist ein Weißwein. Ja. Ich habe angefangen, Wein zu trinken. Oh, sehr gut. Ja. Oh mein Gott, Jonas! Ich brauchte eine halbe rote Flasche für meine Bolognese. Sehr gut. Was hast du Schönes geholt? Einen Scheißwein habe ich geholt. Einen kalifornischen Gallo. Och nee, ich habe immer noch, Sodbrennen. Jonas! Du kennst doch die alte Kochregel. Das, ja, man kocht nur mit Wein, den man trinkt. Ja, sind das, ich habe ihn auch getrunken. Sind das, das war der Fehler. Sind das diese Tetrapacks? Nein. Aber das ist schon die Schublade Wein, ne? Ist eine 5-Euro-Flasche. Okay. Ich habe gemerkt, dass das nicht sehr gut sein wird in dem Moment, wo ich, ich habe meinen Flaschenöffner gesucht, ne? Ich habe ja so ein Kellnermesser von früher noch. Ah, geil. Die sind so cool. Und wollte das so ganz cool aufmachen, wollte den Korken ziehen, ne? Und ich will so dieses Papier abmachen und dann merke ich so, es ist ein Drehverschluss. Und dann war ich so... Das wird nicht gut enden. Aber es gibt inzwischen auch teure Weine mit Drehverschluss, muss man einmal auch sagen. Ja, aber fairerweise. Ich verstehe den Gedanken. Ich als Wein-Nicht-Kenner, wenn ich mir jetzt einen 5-Euro-Wein kaufe. Ja. Ist die Chance bei 0%, dass er gut ist. 0%. Aber er könnte erträglich sein. Okay, sagen wir einen 25-Euro-Wein. Er war auch erträglich. Ja, erträglich. Sagen wir 25-Euro-Wein. Das ist sehr viel sogar. Das ist schon, das ist schon ich, okay, ein Wein. Okay, gut. Sehr okay. Und wenn ich jetzt Wein, man sagt, es gibt ja das Sprichwort, altert wie Wein, oder? Gibt es nicht? Nee, man altert wie guter Wein. Ja, genau. Siehst du, warum lachst du? Ich liebe es, wie du dich immer selber Sachen fragst. Weil alles wird immer lustiger, wenn man sich selber anzweifelt. So, und wenn ich jetzt diesen Wein, sag ich mal, 50 Jahre lager, den 25-Euro-Wein, wird er dann teurer? Nicht zwingend. Nicht zwingend. Es kommt ja darauf an, wie du ihn lagerst. Könnte auch zu Essig werden. Genau, wenn du ihn einfach nur so in die Sonne stellst und nie wieder drehst. Man muss den ja auch drehen, damit sich das nicht absetzt. Ah. Dann hast du einfach nur scheiß Essig. Das ist alten Essig. Am besten einen kühlen Keller. Ja. Ne? Und dann musst du halt, wie er gesagt hat, regelmäßig dahin und machen. Genau. Und, okay, und krass. Ich glaube sogar ein oder zweimal am Tag? Am Tag? Ja, es gibt Leute, die haben Maschinen dafür. Genau. Ne? Und früher hat man dafür so seinen Weinpraktikanten abgestellt. Exakt. Okay. Ja. Und also ich habe von einem Weinhändler gehört, dass seine These, also das hat der Weinhändler gesagt, es gibt keinen guten Wein unter 8 Euro. Das war sein Recht. Weil er meinte, wenn du einen 8-Euro-Wein, gibt es gute, aber seiner Ansicht nach gibt es keinen guten Wein unter 8 Euro.
Ja. Was das ist, das müssen wir jetzt einfach nehmen. Was ich weiß es nicht. Was, wenn es ein Sonderangebot ist? Ja. Dann nehmen wir den Ursprungspreis. Ich ärgere mich ein bisschen, weil ich hatte damals nicht geschafft zu deinem Geburtstag, weil ihr wart in einer Weinverkostung, ne? Ja. Genau. Waren und, wir. Und ich war gerade im Urlaub und ich habe gesehen, wie ich sag mal, reichere Menschen Wein trinken. Mhm. Weil ich dachte immer so, das wird dann eingekippt und dann sagt man, zu Titte, zum Sack, zack, zack. So redet man wohl in Südfrankreich. Ja, ja. Genau. Und, aber das ist ja. Ich glaube, die Suchanzosen sind auch krasse Proleten, nur mal so nebenbei. 100%. Ja, ja. So, aber der Wein wurde erstmal präsentiert und dann wurde ein Stückchen nur eingegossen. Dann hat er quasi so gemacht, also erstmal so geschwungen, dann ein bisschen in den Mund und dann hat er so gespült, als ob er so eine Mundspülung benutzt. Ja. Hat dann quasi kurz nachgedacht und war so, nee, das passt. Und dann hat er quasi mehr eingegossen. Ich fände es gut, wenn er sich dann die Zähne geputzt hätte. Ja. Aber er hatte wirklich so richtig so, also man hat richtig gemerkt, er hat es damit. Der hat da wirklich, so habe ich noch nie Wein getrunken, muss Ivan, ich sagen. Ivan, was glaubst du, warum man diesen ersten Schluck kriegt? Ich glaube, weil es hat einen wahrscheinlich, sehr klaren wahrscheinlich hat, ist der Wein gar nicht so günstig gewesen. Mhm. Und bevor man den ganzen Wein auskippt, also im Sinne von, man auskippt. Kippt, nicht auskippt, man kippt, bevor man den ganzen Wein. Hat ihn geschmeckt? Ja, gerade. Bevor man den Wein in das Glas kippt und es ist voll viel Wein drin und dann schmeckt es der Person nicht und dann ist es ja umsonst quasi gewesen. Das ist nicht der Grund. Aber es ist kein schlechter Guess, come on. Exakt, der Guess ist super, aber es ist nicht der Grund. Ich wollte es dir nur sagen. Aber ich liebe trotzdem diese Theorie, dass man dem so einen Schluck gibt und dann sagt, ja, ist ein schöner, schade, wenn dem was zustoßen würde. Ist mega gut, ich liebe auch den Gedanken, aber es ist nicht wahr. Deswegen testet man nicht. Vielleicht, weil es eben nicht schmeckt, ganz plump. Nee, auch nicht. Das hat nichts damit aber zu tun. Schon ein bisschen. Du kannst ihn dann, also erstmal wegen Verkorkung. Exakt, das aber, ist der Grund. Aber das kann ja, also. Verkorkung? Mhm. Ja, was manchmal passiert krass, ist. Krass, ich habe ein neues Wort. Ich habe es gerade. Mhm. Ja. Da kommt verkorkst her. Nein, weiß ich nicht. Kann sein. Könnte sein. Ich hätte es dir sofort geglaubt. Ich hätte es auch sofort geglaubt. Manchmal löst sich was vom Korken. Genau. Ja. Und dann hast du so Korkspritzelzeug in dem Wein drin und dann ist der Wein eigentlich schwer zu trinken. Ja, du schmeckst es eigentlich. Selbst wenn du nicht Wein verstehst, schmeckst du schon so, oh, das schmeckt jetzt aber komisch. Ah, ja. Weil du kriegst ja nicht Wein und bist so, ja, danke, dass sie diese Flasche aufgemacht haben, aber ich mag den jetzt gar nicht. Ja. Das funktioniert ja nicht, weil die können ja den Wein auch nicht ewig lagern, wenn er dann auf ist. Deswegen ist es einfach nur, um zu gucken, ist er am Arsch. Ja. Dann musst du ihn trotzdem. Also, dann ich fände es immer lustig, wenn das so wäre. So, nee, schmeckt mir nicht das für sie. Den können sie. Machen Sie es nett. Aber ich zahle den auch nicht, nur dass es klar ist. Sie trinken den alleine. Ja. Aber die Weinverkostung, die wir hatten, das hat schon Spaß gemacht. Ja. Wie viel Wein habt ihr getrunken? Oh, wie viele Flaschen hatten wir? 6, 7? Ja, aber wir haben ja nicht mal. Haben wir alles aus. Ich habe alles ausgetrunken, was ich gekriegt habe. Warst du angeschickert nach dem Dings? Weil normalerweise ist man eigentlich ganz gut angeschossen nach einem Weintasting. Also ein bisschen vielleicht, aber eigentlich gar nicht so schlimm, weil es auch nicht so. Das war, du hast kein volles Glas bekommen, ne? Genau, sondern du kriegst ja immer nur. Kriegst immer nur so ein bisschen. Aber die kleinen Portionen werden dann. Ja, und du isst so Snacks so dazwischen, was auch eine Menge aufhängt. Und rückblickend betrachtet, was würdest du sagen, war dein Lieblingswein? Ich kann mich leider nicht erinnern. Ich hatte mir irgendwas aufgeschrieben, beziehungsweise ein Foto gemacht, aber ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Ich habe das vor lange nicht. Also es muss verloren gegangen sein. Also ich weiß, welcher am besten roch. Ich hab ja da schon nicht mehr getrunken. War es ein Rojo? Nee. Schade. Nee. Das war, es gab so ein Naturwein aus Österreich. Ja. So auf so Schieferboden. Überhaupt gab es da mehrere Naturweine und ich habe schon wieder vergessen, was das bedeutet. Irgendwas mit. Werden keine Sulfite reingepumpt, um. Ich dachte, man trägt keine Nikes, wenn man auf den rumtritt, auf den Traum. Die Vorstellung. Nee, das, was Jonas gesagt hat, ist leider so viel lustiger als die Wahrheit. Ja. Dass das jetzt die neue Wahrheit ist. Ja. Ich war ein bisschen wieder auf Reisen. In Südtirol war ich. Das ist irgendwie ganz interessantes, wiederkehrendes Motiv gerade. Naja, Jungs, ich war wieder im Urlaub. Naja, aber ich habe Urlaub mit Wein verbunden, das, was ich da gesehen habe. Also, das war wirklich vielleicht der schönste Ort, an dem ich jemals war. Wirklich? Das war wirklich malerisch. Wo warst du? Am Praxer Wildsee. Am Praxer? Praxer in. Praxer. So heißt der. Deutscher Name des Orts, der italienische Name ist, schlag mich tot, weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall war wirklich richtig schön. Ja. Und es ist so, dass dieser See, da gibt es so einen Steg mit ganz vielen, da kann man sich so Boote mieten. Und das ist so ein ganz berühmter Instagram-Spot. Und du siehst Busse quasi ranfahren. Nein. Und ich habe irgendwann wirklich einen Hass auf die Leute entwickelt. Ja. Weil das hat nichts mehr mit in dem Moment leben zu tun. Genießen. Stehen, so, wirklich so mit Anstehen für das Foto? Genau. Das ist Selbstinszenierung hoch 10. Und das habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Also du kommst. Ich kenne das natürlich aus Geschichten, aber. Und, ich kenne das von Instagram. Ja. Da sieht man es ja manchmal. Stimmt. Das es gibt ja, wir sind ja so Meta geworden, dass Influencer jetzt Videos darüber machen, wie andere Influencer da rumstehen. Da kommt natürlich die ganze Welt zusammen, aber hauptsächlich Chinesen.
Inder. Es wäre einfach nicht so schlimm gewesen, wenn du, bevor du Chinesen gesagt hättest, nicht genickt hättest. Ja. Dieses Nicken. Nein. Und kennt ihr das, wenn leider wenn ein Stereotyp leider erfüllt wird? Man würde sich wünschen, ich versuche ohne Vorurteile an jeden ranzugehen. Wirklich ohne Vorurteile. Mhm. Und das ist wirklich ein Anspruch an mich selber, den ich habe. Also ich schimpfe auch ganz oft mit meiner Mutter, wenn die irgendwas Dummes sagt. Sehr so, gut. Und wir sind einmal um den... Stopp. Kannst du nicht einfach so trocken sehr gut sagen? Nee, also, ich schimpfe auch mit meiner Mutter. Nein. Sehr gut. Es ist wichtig. Man muss, wir alle haben als unsere Generation die Verantwortung... Mit unseren Eltern zu schimpfen? Auch mal zu sagen, Freunde, das machen wir nicht mehr, und zwar seit 92. Genau. Ja. So, wir machen das nicht mehr. Also meine Mutter in dem Urlaub hat tatsächlich nichts gesagt. Das ist komisch, das jetzt so zu sagen, aber... meine Mutter ist auch nicht, wie komisch, verteidige ich meine Mutter, wie dem auch sei. Also wir sind einmal um den See gelaufen, so eine Runde um den See dauert eine Stunde. So, und wir sind am anderen Ende angekommen, also genau gegenüber von dem Steg und unserem Hotel. Und ich habe wirklich, also ich weiß nicht, ich habe es von Weitem gesehen, aber ich weiß nicht, welche asiatische Land, aber es waren Asiate. So, Asien ist riesig, ich würde sagen Südostasien, irgendwo in die Richtung. Okay. So. Wow. So. Und der Typ, sagen Laos, ich würde es mal ganz spezifisch. Ja. So, ich sehe quasi, da sind so Enten, die so ganz malerisch durch den See schwimmen. So. Und dieser Kloppi entscheidet sich, nach den Steinen, nach diesen Enten zu werfen. Warum? So, ich weiß es nicht, es hat mich richtig sauer gemacht. Und ich hasse es, dass er so aussah wie jemand, wie man denken würde, wie die Leute sind. Verstehst du, was ich meine? Aber ist das dein Vorurteil über Leute aus Südostasien? Ja, das ist mir auch. Dass sie Vögel mit Steinen haben. Also ich kann mich an meine Jugend erinnern und ich weiß, dass es da dicke deutsche Kinder gab, die das auch gemacht haben. Ja, ja. Ich verneide das auch nicht. Nur in dem Moment hat es leider alles erfüllt. Ja, aber also er hat ja recht. So, das existiert ja eigentlich. Also wenn du jetzt sagen würdest, das Klischee wäre, der versucht daraus Pekingente zu machen. Genau. Das wäre ein dummer Witz und ein Klischee. Genau. Aber das Klischee an sich, das ist ja einen Stein auf Enten werfen. Nein, das gibt's nicht. Ich würde sagen... Ist nicht existent. Aber also die Frage ist ja gerade, hast du das gesehen und dir gedacht, der wirft die Ente jetzt ab, um sie zuzubereiten? Nee, aber allein schon der Versuch impliziert ja das andere. War quasi. Das ein ernster Wurf oder war ja, das mehr so ein Hüfte? Ernster Wurf. Ich bin sogar zu ihm hin und meinte so, lass das. War es ein erwachsener Mann oder ein Kind? Ja, es war ein erwachsener Mann. Das ist schon sehr weird. Ja. Aber warum hat er dann gesagt, warum er... Nee, hat er auch dann, eine persönliche Vendetta dann, mit der Ente? Nee, weiß ich nicht. Das weiß man gar nicht. Er hat sich einfach Vater dann... ermordet. Er ist den ganzen Weg nach Tirol, um diese Ente zu finden. Das ist sein Redemption. Ich war wirklich... wisst ihr, wie ich ihn approached habe? Ich sehe das so. Ich weiß, das kann aber nicht wahr sein. Geh hin und ich war so, hey, don't do that. Wow. Aber Ivan war so... Ivan ist manchmal so deutsch. Hey! Das ist ein deutsches Geräusch. Nee, hey! Das ist auch... ich habe einen neuen Term gelernt neulich in einem Podcast. Sheriff in a small town energy. Du bist ein Sheriff in einer Kleinstadt. Ja. Das weil er nämlich auch weiß, hier schaffe ich wahrscheinlich alle. Ja, ja. Hier kann ich frech werden. Ja, ja. Bremen Hauptbahnhof, da kommt das Sie wieder raus, sag ich dir. Ja, das hat mich leider ein bisschen gestört. Ja. Und das hat mir nicht den Urlaub nicht kaputt gemacht, aber ich musste dann einfach... Das wäre auch verrückt, wenn es den Urlaub kaputt macht. Nee, aber die Rest der Spazierrunde habe ich schon jetzt die ganze Zeit daran gedacht. Wirklich? Ja, das hat mich schon sehr aufgewühlt. Ich war so, wir haben hier den schönsten Ort... überhaupt. Ja, warum können Leute das nicht wertschätzen? Warum können die nicht? Warum können die nicht? Überall hat man auch so kleine Müllsachen gesehen. Warum? Es war wirklich ein malerischer Ort und es macht mich traurig. Aber das ist irgendwo dann auch Tourismus. Ich denke mir so. Ich hatte eine interessante Diskussion mit meinen Geschwistern. Meine Geschwister waren so, die im Hotel waren ja eher unhöflich. War so, die sehen quasi, wie der Ort behandelt wird, aber leben auch quasi vom Tourismus. Also die können gar nicht, die Leute nicht aufnehmen, weil die brauchen die, um Geld zu machen quasi. Aber so wie die Leute sich da verhalten haben, ist eigentlich nicht fair, dem Ort und der Natur gegenüber, muss ich sagen. Also, waren wir in einem guten Hotel? Wir waren in einem sehr guten Hotel. Und das Hotel, also da gab es nur ein Hotel und es quasi... wenn Leute, die da waren, quasi, es war so ein abgesperrter, da konnten quasi gar keine Touristen rein und das Konzept des Ortes war, dass quasi Busse täglich anfahren an den See, Leute aussteigen lassen und wieder einsammeln. Quasi ist mehr so wie so ein Durch, da bleibt keiner zum, wenn du nicht im Hotel bist, bleibst du dann nicht zum Bleiben. Und du merkst richtig, wenn um 18, 19 Uhr alle Busse zurück sind und du nur die Leute da im Hotel hast, dann ist es eine ganz andere Stimmung dort. Glaube also,
Ich will es jetzt nicht verteufeln. Ich mach's, wenn ich jetzt vielleicht nicht so viel Geld in dem Moment hätte und ich will trotzdem diesen See sehen, dann ist es ja mein absolutes Recht, diese Busfahrt auf mich zu nehmen und da eine schöne Zeit am See zu haben. Aber ich denke mir so, Mann, so, warum? Ich weiß gar nicht, was meine Kritik ist. Ich habe einfach das Gefühl, die Leute schätzen, haben diesen Ort nicht so geschätzt. Vielleicht aber interpretiere ich auch, dass nur weil die Bilder gemacht haben, dass die nur sich selbst inszenieren wollen und gar nicht das genießen, aber das weiß ich ja nicht. Die können es ja trotzdem genießen. Aber ich denke mir so, Mann, keiner hat da einfach gesessen und geguckt. Mhm. Es war immer so, welcher Winkel, Mann, das ist doch dumm, weiß ich nicht. Wobei, ich meine, das gab es ja schon immer, ne? Also Touristen, die Fotos machen, anstatt sich mal irgendwas anzugucken, das war ja schon immer ein Klischee, was existiert hat. Das in dem Moment ist es einfach so mal 10 gewesen. Ich habe ja gar kein Problem. Ich habe sogar Leuten geholfen, Bilder zu machen, weil ich war so, ich arbeite das Problem. Sei doch wenigstens konsequent. Ich arbeite jetzt dieses Problem ab, damit wir alle chillen können. Ich war wirklich so, ich gehe jetzt hin, ich mache jetzt ein Bild für euch. Jonas hat recht, warum hilfst du denn schon wieder auf einmal? Du bist manchmal so weird. Ja. Es wäre nicht so funny gewesen, wenn du zu dem Typen gesagt hättest, und dann hättest du selber einen Stein auf die Ente geworfen und die getroffen. Ja. Warum hast du denn nicht zu denen gesagt, und hättest ihnen so das Telefon weggenommen und so auf weiß die, ne, und dann ein Telefon ausgemacht, hier dazu gegeben. Ja, das war Franzose. Ich möchte einmal noch über das Hotel reden. Ja. Ich finde es nämlich nicht okay. Ich finde es nicht okay, wenn es ein gutes Hotel war und ein teures Hotel war, dann ist auch die Aufgabe der Angestellten, mir nicht das Gefühl zu geben, dass ich hier gerade scheiße bin und jetzt seid ihr unhöflich zu mir. Nicht alle, aber ich würde sagen, der erste Kontakt war jetzt nicht so willkommen quasi. Aber das habe ich ohne Scheiß. Ja. Ganz liebe Grüße. Naja, das war übrigens auch nicht nett. Also wenn jemand sagt, willkommen, nein, ich will mir jetzt auch nicht willkommen. Nee. Willkommen! In unserem großen Hotel. Nee, also, aber der hat jetzt nicht, die Freude hat aus ihm jetzt nicht rausgesprudelt. Ja, da möchte ich einmal ganz kurz, liebe Grüße, du warst in der Schweiz, oder? Nee, in Italien. Ah, okay. Weil ich hätte gedacht, es wäre ein Schweizer Problem. Ich war nämlich auch schon ein paar Mal in der Schweiz, habe da auch in teilweise sehr guten Hotels genächtigt und auch Bekannte und Freunde von mir, die in sehr guten Hotels genächtigt haben. Mhm. Die Hauptkritik an der Schweiz ist, also die Leute, die in Hotels in der Schweiz arbeiten, sind ganz schöne, die würde wohl sagen, Arschlöcher. Also da wird der Service richtig klein geschrieben. Und da möchte ich sagen, Schweiz, ihr seid ein tolles Land. Ich bin da gern. Ich bin ja wirklich, also ich bin ja quasi der Botschafter Basels. Ja. Dann würden Leute jetzt sagen so. Ja. Aber können wir da nicht mal ein bisschen netter zu mir auch sein? Weil das ist ja schon schade. Ja, das wenn ist du in schade. Deutschland in einem guten Hotel vielleicht bist, hast du guten Service. Es gibt, muss man einfach sagen. Es gibt da quasi Leute, die erfüllen leider dieses Kriterium, aber es gab auch, muss ich sagen, Mitarbeiter, die waren wirklich Engel. Mhm. Also ich glaube, es jeder hat anscheinend sein eigenes Bäckchen zu tragen, offensichtlich Moment, dort. Da haben Tote gearbeitet? Tote und Engel. Das war quasi das Engel. Konzept des Hotels. Das war also Unterwelt. Aber Engel sind glaube ich, nicht tot. Es kommt drauf an. Sind Engel nicht so eher so gottgleiche Entitäten? Engel nicht sind gottgleich. Auch, wenn man die Gott Bibel, untergeben. Aber so sehr näher an Gott als an mir. Ja. Auf halber Strecke. Also. Auf halber Strecke? Ja, ja. Die sind genau zwischen mir und Gott. Ja, so ziemlich. Okay. Ich hatte einmal, also... Aber man sagt ja, wenn Leute sterben, dass sie dann zu Engeln... Ja. Also das Essen war fantastisch. Oh, ich wünschte, ich hätte Bilder gemacht, weil wir hatten jeden Tag zum Abend drei... Ich wünschte, ich hätte Bilder gemacht. Hätte jemand anderen fragen können, ob er Bilder macht. Die Ironie ist, so ist ja insane. Ja, die wenn Ironie er dann ist insane. Einmal ein Bild macht, jemand kommt von der Seite, sagt mal, muss das sein? Kannst du nicht einmal dein Essen genießen? Du fucking Proll. Nee, weil ihr hättet quasi... Ich hätte die Karte fotografieren müssen, weil das waren... Fancy Sachen, die ich nicht widerspiegeln kann. Okay, also ich kann aber was nicht, hast du gegessen? Hol mich ab. Also, warte mal, kannst du bitte versuchen, sie zu widerspiegeln? Okay, ja, genau, Jonas hat recht. Was glaubst du, was es zu essen versuch, gab? Super. Du hast ja gesehen, was andere Leute auf ihren Tellern hatten. Nee. Also, ich liebe es. Also, wollt ihr jetzt, dass ich das Buffet widerspiegel? Nein, oder ich möchte, dass du versuchst, aus dem Kopf zu sagen, was es zu essen gab. Ich nur glaub, ein paar Sachen. Ich glaube, ich könnte jetzt die Karte holen. Darf ich kurz die Karte holen? Wie, hast du die Karte dabei? Die Karte ist online auf deren Hotel, was nein, es gibt. Nein, das ist lame. Warum ist es lame? Hol das mal aus dem Kopf Also erst aus dem Kopf und dann gucken wir, was die Wahrheit ist. Okay, ich kann auch dein Telefon, wenn du machst jetzt erstmal aus dem Kopf. Also, es gab drei Gänge und du konntest, der letzte Gang war ein Nachtisch, der war safe, ich aber dachte, bei dem ersten, ein bei dem es gab ein Buffet, aber es gab auch den Salat konntest du dir selber nehmen. Es gab eine Salatbar. Ich glaube, es gab quasi mehrere Sachen, die man buchen konnte im Hotel. Also du konntest diese Gängemenü buchen und du konntest und auch dieses Buffet buchen. Wir hatten beides quasi. Das ist irgendwie ein komisches Prinzip. Oder? Wenn du hast so ein gutes à la carte Menü und neben dir holt sich so irgendwie Harald das dritte Mal Baked Beans mit so Würstchen. Ja. Interessante Kombo. Und also du konntest sagen, immer... Ich finde, eine Salatbar sollte einen Barkeeper haben. So.
Ein Salatbarkeeper. Salatbarkeeper. Der dir das so cocktailmäßig am Salat mixt. Da muss ich drüber nachdenken. Ja. Okay. So, muss ich einmal sagen lassen. Es gab immer, beim ersten Gang gab es Sachen, zwischen denen du, drei Sachen, zwischen denen du wählen konntest, beim zweiten auch und das dritte war quasi Nachtisch. Mhm. Und es gab immer, es gab manchmal eine kleine Suppe, es gab manchmal Risotto, es gab manchmal so ganz leckere kleine Nudelngerichte mit Trüffeln und all solchen verrückten Sachen. Okay. Es klingt jetzt niemand fängt langsam an zu leben. Es klingt jetzt, unkompliziert, wenn ich so sage, aber darf ich das bitte ganz kurz holen? Das klingt nicht unkompliziert. Also, ich finde es interessant, weil Ivan nimmt gerade eine Wandlung her, weil Ivan, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel über Ivan, aber Ivan ist so schlecht ausgerüstet in der Küche, dass ich ihm letztens Salz mitgebracht habe. Ja. Ich meine, also ist nicht mal ein Gag. Das weiße Gold. Wirklich, ich meine, als wären wir im 13. Jahrhundert und ich würde seine Tochter abschleppen wollen, habe ich ihm Salz mitgebracht. Und zwei Arten von Salz. Wenn ihr jemand Falk, so einen kleinen Sack Pfeffer mitbringt, dürft wirklich, ihr hier wohnen für eine Weile. Ich würde wirklich gerne euch das sagen ich würde gerne euch einfach die Karte zeigen, weil ich glaube, ihr hättet da richtig eine gute Zeit gehabt. Ich finde es so lustig, dass Ivan einfach jetzt so ein bisschen so in so das Essensgame reinschnuppert, aber zu Hause einfach nur so ein bisschen so süßes Paprikapulver hat. Und das ist dann auch so der Pinnacle of Cooking. Das benutze ich nicht mal. Ja, natürlich nicht. Wofür denn? Dafür muss man ja kochen. Also, das also willst du einfach so früh essen? So. Das war ja gar keinen Sinn. Das kann ich die Nase ziehen. Also, kannst du nicht einfach sagen, das benutze ich nicht. Ja, natürlich nicht. Dafür muss man ja kochen. Was könnte man denn mit Paprikapulver machen, was so einfach ist? Türkische Küche braucht nicht sehr viel mehr als Salz, Pfeffer und... Ja, ich weiß. Come on. Das ist auch unfair, also zu sagen, fang mal damit an, wenn du nicht aus dem... Ja, wenn deine Mutti nicht Türkin ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da einen schnellen Zugang findest. Ja, ist so einfach, du hast recht. Naja, er müsste eigentlich anfangen mit der italienischen Küche, weil die italienische Küche ist ja eine Trottelküche, sage ich ja immer gerne. Ja, da würde Marco Pierre-White dir vielleicht widersprechen. Würde er vermutlich. Ja. Aber ich sag mal so, die italienische Küche kommt ja viel über die Qualität der Zutaten. Das muss man ja wirklich sagen. Weil es ist ja teilweise so basic, dass du dich ja nur abheben kannst mit der Qualität. Nee, Entschuldigung, die Karte ist hier nicht zu sehen drauf. Gilt natürlich für alle Landesküchen. Do you know what most premier cooks have in common? They know that nature is the artist, not them. They're just here to help nature along. Naja, so zwei im Sinn, 3x3 macht 4. Ach, das ist schade. Mann, ich ärgere mich, weil da war die klangen alle so kompliziert, aber auch irgendwie Pflaume und so dabei. Also ich kann es halt einfach nicht, es ärgert mich gerade sehr über mich selber. Guten diese Wut, mit der du bei Pflaume abgewunken hast, da waren Pflaumen dabei, ja. Ihr glaubt es nicht. Naja. Aber was hast du denn gegessen, Ivi? Es war tatsächlich... Du musst doch wissen, was du gegessen hast, Schatz. Es war... Das kann doch gar nicht sein, dass du das schon wieder vergessen hast. Ich hab's vergessen. Ich hab's wirklich? Es gab ganz tolles Fleisch auch. Es gab so ein Schlingemäulchen manchmal. Kleine Lammsteaks mit so Pistazien obendrauf ungewöhnlich. Und immer ganz feine, komische Soßen, die so rübergetröpfelt werden. Nein, das hasse ich ja. Und dann so eine schöne Demi-Glace. Ja. Nee, das mag ich nicht. Ach so, ja, das mag ich auch nicht. Dieses so ein bisschen rübertreffen mag ich auch nicht. Mach mir so einen Spiegel. Das ist dasselbe, wie wenn so Baristas dir irgendwelche komischen Pflanzen in den Kaffee zeichnen. Ich bin so, Bro. Die Pflanze brauche ich noch deutlich weniger als die Soße. Die Soße nehme ich ja. Okay. Ich wollte euch aber... Wie darf ich ganz kurz, weil wir waren ja so ein bisschen bei Essen. Alles gut. Ich wollte jetzt nicht allzu breit unterbrechen, aber ich wollte euch fragen, habt ihr gerade... Das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Erstmal allgemeine Frage. Benutzt ihr, und seid ehrlich, benutzt ihr Amazon, um Dinge zu kaufen? Ja. Oder lehnt ihr das so ganz kapitalismuskritisch? Ich habe schon ja gesagt. Nee, ich frage aber immer noch. Jetzt nicht oft, aber ich habe Amazon Prime. Also das zählt ja dann als Amazon Produkt. Ich meine wirklich um so Sachen kaufen. Also wo du sagst, da kaufe ich schon noch regelmäßig Dinge. Also bei technischen Sachen ja, aber ich habe jetzt noch nie so größere Sachen da bestellt. Also oft dann so... Was heißt technische Sachen? Naja, so Festplatten oder irgendwie sowas. Okay. Oder irgendwelche kleinen Stinkstücke. Aber ich habe jetzt da noch nie... den Branson, unseren Dings hier habe ich da gekauft. Der besten Mitarbeiter. Der besten Mitarbeiter. Ja. Also ich würde sagen, ja, aber jetzt nicht so...
Nicht oft, muss ich sagen. Okay. Also ich verwende Amazon ja eigentlich nur, wie es verwendet werden sollte. Für Bücher? Als Buchladen, genau. Ja. Nein, da habe ich auch Quatsch. Ein paar Bücher gekauft. Ja. Ich habe tatsächlich aber schon, ja, das ist, aber das liegt dann meistens daran, dass ich Schwierigkeiten habe hier, weil ich das dann auf dem englischen Original haben will. Und dann finde man einen Buchladen hier in Berlin, der, ja, der so ist leider wirklich obskure Fantasy-Literatur, ja, auf Englisch hat. So, da suchst du dir einen Tod. Ja. Und dann, wenn du dann mal fragst, dann sind die so, ja, das können wir bestellen. Ja, ja, Bro, das kann ich auch. Ja. Ich habe auch die Fähigkeit, Dinge zu bestellen im, ja, Internet. Ich, ja, bin hierher gekommen, um dir einen Gefallen, ja, zu tun. Ja, wir melden uns. Ich bin uns hier eine Dreiviertelstunde hingefahren, um dir einen Gefallen zu tun. Glaubst du, ich kann nicht zu Hause Amazon Prime anklicken? Alter. Und dann so, ja, also in 2 Wochen können sie es dann abholen. Fick dich. Ja. Ich habe ja eigentlich gefragt, weil ich was überlegt hatte, ob ich mit euch etwas spielen könnte, aber vielleicht ist das Spiel auch sofort schon tot. Ich würde einfach nur gerne wissen, was ihr gerade in eurem Amazon-Warenkorb habt. Ah, weil ich bin ein Warenkorb-Typ. Ja. Ich mach Dinge erstmal in den Warenkorb. Das ist unglaublich Davon wird gut. bei weitem nicht alles gekauft, das aber so ich habe immer einen vollen Warenkorb. Und ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen vollen Warenkorb, okay, guck mal, und wollte einmal den Warenkorb mit euch durchgehen. Ja. Weil ich und das lass uns dann raten, wie viel Geld das dann ist. Ja, wir können erstmal damit anfangen. Ja. Wir können, guck mal, Jonas öffnet auch gerade. Ich habe ein Telefon nicht dabei mehr. Ihr könnt ja erstmal nur überlegen, hat Falk etwas im Warenkorb? Ja. Wie viel hat Falk im Warenkorb? Aber was mich viel interessiert, was glaubt ihr, wie viel Geld insgesamt gerade bei mir im Warenkorb ist? Manchmal Produkte packt man zu welchem Warenwert? Also ich glaube, das handelt sich hier um 10 bis 15 Produkte. Und wir reden nicht über die Liste von saved items, sondern wir reden im über Warenkorb. 10 bis 15 Produkte. Ja, aber das ist mir zu unaufgeräumt. Ich mache die dann immer in saved items. Du machst eben safe. Ja. Und ich würde sagen, da ist ein Warenwert von 270 Euro drin. Mhm. Jonas? Wie viel ist in meinem Warenkorb gerade? An Wert? Mhm. 513. Da ist mal ein Cap gespeichert, da ist irgendwie ein cooles Cap, was man mochte. Cap? Naja, Cap? Doch, du bist ja doch so, ich hol mal ja du doch glaubst, damit sowas. Du glaubst, Mode auf Amazon? Das mache ich nicht. Das ist ja, gemein. Okay. Da bin ich, das mache ich auch nicht. Die haben oft keine, also die haben, das ist wirklich kein guter Klamottenladen. Ich dachte, das wäre auch quasi so viel. Nee, da hat Jonas recht, das ist eine der wenigen Sachen, ja, wo die nicht so richtig dabei sind. Es ist auch, selbst wenn du was in Anführungsstrichen Gutes googelst und es da findest. Du kaufst es irgendwie nicht bei Amazon, nee, ne? Und ist ganz interessant, du hast recht. Es ist auch meistens ganz schlimm dargestellt. Die Fotos sind nicht gut und so. Ja. Bei mir ist ein Warenwert. Du musst auch noch raten, Jonas. Ich habe 270 Euro. Ich habe schon gesagt. Ja, was hast 500, du gesagt? Was hast du gesagt? 530. Wir sind bei 311,80 Euro. Wow. Mhm. Ja, ich war näher dran. Du warst sehr nah dran. Ja. Und wie viele Artikel sind's? Das steht ja dann auch da. Es sind 15 Artikel. Alter Vater, hab ich. Du warst ja sehr gut dran. Ja. Was glaubt ihr, was die billigste Sache ist? Was kostet die billigste Sache in meinem Warenkorb? Ich sag's gleich, es ist sehr schwer. Es ist ein Ladeadapter für, nicht schlecht. Für so einen super schnell Charging Ladeadapter. Nicht schlecht. Für 12,99. Nicht schlecht. Ich glaube, es ist ein kleines Kabel. Mhm. Und kostet 5,99. Nicht schlecht. Ey, zu einem anderen Datum hättet ihr beide im Top Guess abgegeben. Was wirklich die billigste Sache, die gerade in meinem Warenkorb ist, ist Koriandersaad. Ah. Ja, ihr habt... Wir hätten anders denken müssen. Wir exakt, haben gedacht, wir denken. Genau. Und der Koriandersaad, eine Packung, 75 Gramm, kostet 94 Cent. Das ist das Billigste gerade in meinem das Warenkorb. Das ist super, oder? Ja. Das ist ein guter Sehr Preis. Sehr gut. Und jetzt eine letzte Frage. Was ist das Teuerste in meinem Warenkorb? Oh, das ist auch eine schöne Frage. Ich würde sagen, irgendwas vielleicht, was mit Kind zu tun hat. Mhm. Ich habe beim... Kind. Ein chinesisches Kind? Jesus. Weil Kinderspielzeuge sind ja doch teuer manchmal, habe ich gehört. Ivan, ich sag's dir gleich. Ja. Vielleicht ist ja das... Koriandersaad drin ist, ein Indiz, in welche Energie der Einkauf floss. Man kauft ja meist in einem Genre, wenn man einmal unterwegs ist. Messerschärfe. Das hast ist du alles schon? Ein Einkauf? Wie? Also, es gehört alles zusammen, diese 15 Items? Wir können da gleich nochmal genauer reingehen. Ich lasse es jetzt erstmal so stehen. Ja. Ich soll Ihnen nur einen Tipp geben. So einen geilen Topf in so einer schicken Farbe, so einen gelben geilen Gusstopf für 120. Aber das ist keine schlechte Idee. Mhm. Aber was glaubst du, Koriander hast du jetzt gehört, was glaubst du, was in diesem Topf gemacht werden könnte? Das ist noch eine sehr schöne Frage. Das könnt ihr auch raten. Ja. Was anders? Was ist der Grund? Was hat Falk gestern Nacht auf YouTube gesehen? Ja.
als er nicht schlafen konnte, was ihn darin hinführt. Also wenn es ein großer gusseiserner Topf ist. Mhm. Ja. Ich kenne die Marke nicht, aber es gibt so eine ganz gute... Le Creuset würde man lustigerweise auch schon wieder nicht auf Amazon kaufen, ne? Da würde man wahrscheinlich auf einen Le Creuset-Shop gehen. Ja. Ich merke, dass Amazon hat für mich immer ein Cut-Off von jetzt wechsle ich... Zu den Profis. Irgendwie schon, oder? Ja. Ja. Aber Ivan hat gesagt, ein gelber gusseiserner Topf für 120 Euro. Ja. Aber Jonas hat eine tolle Frage gestellt. Was? Orange, was? Meinst du, ne? So eine pastellige, schöne Farbe. So eine, ja, okay, okay. Ja. Oh, für die Hipster. Ja, cool. Genau. Und was habe ich mir wohl gedacht, da kochen zu wollen? Vielleicht was Sommerliches, weil gerade Sommer ist. Was ist so ein gutes Sommergericht? Weil Jonas hat recht, es kam daher. So einen massiven Topf, das benutzt du eigentlich hauptsächlich für so Braten, würde ich sagen. Wenn du sowas, wenn du auch so Koriander... Genau, was kann man Koriander? Koriander Saat, okay. Ja gut, vielleicht willst du auch Koriander pflanzen. Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ja, aber jetzt im Balkon. Ich bin da wirklich lost, muss ich sagen. Aber finde ich gut. Jonas, jetzt du. Was ist das Teuerste im Warenkorb? Und was... hat mich dazu animiert. Ich finde das eigentlich gut, aber ich gehe mal in eine ganz leicht andere Richtung, und zwar vielleicht irgendwas elektronisches, mixmäßiges. Ah, du meinst ein Küchengerät? Eine Küchenmaschine. Ja, ja. Ich sag, es ist eine Küchenmaschine. Okay. Ja. Und was für eine Küchenmaschine? Was haben wir da so? Keine Ahnung. Was kosten die? Das ist ein Smoothie Maker vielleicht. Nee, eine richtige Küchenmaschine. Damit kannst du ja alles machen. Mit so einem Aufsatz, wo man so Pasta machen kann. Ja, und so der hobeln du, kann, der pressen kann. Kann dir so ein Brot backen. Das ja, Ding. Genau. So ein Brotbackautomat. Das gibt's auch. Gibt's auch. Ja. Können einige auch. Ja. Boah, du was. Das ist geil. Aber die sind dann sehr teuer, die das auch können. Eine meiner Ex-Freundinnen hatte einen Brotbackautomaten. Geil. Finde ich nicht schlecht. Ich habe nie ein gutes Brot gemacht in meinem Leben. Nee, das ist eine der wenigen Sachen, die ich mir nicht... Das Problem ist, es kam da raus und es war auch nicht schlecht, aber es war immer ein bisschen zu feucht. Aha. Na los. Ich? Nein. Ja, das war. Doch, doch. Ja. Ich hab's doch in deinen Augen gesehen. Jonas, ich hab Geduld. Ich bin der Profi. Okay. Den sitze ich aus. Das feuchte Brot sitze ich aus. Das ist, das hat mich diese, ich weiß, was du meinst. Ich hatte die Erfahrung auch schon mal gemacht, tatsächlich. Ich kenne die Erfahrung gar nicht, möchte ich dazu sagen. Du kennst kein feuchtes Brot. Ich kenne kein feuchtes Brot. Okay. Ich hab's noch nie feucht gegessen. Okay, Ben Shapiro. Was wollte ich kochen, Jonas? Ich glaube, du willst irgendeine Art von Braten machen. Mhm. Ich kann nicht genau sagen, ob es Geflügel ist oder Rind oder Schwein. Aber irgendwas, was lange braucht. Das ist ja bei dir Wenn ist ja auch aus mal ein der Ausdauersport. Wenn ich schießen kochen. würde ich sagen, ja, es ist ein Brisket oder sowas. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Oder dieses halt eine Gericht, was du so zwei Tage gekocht hast. Was Cassoulet? War das? Cassoulet, genau. Genau so. Aber ja. Ey, ihr macht das fantastisch. Möchte da wirklich ganz viel Lob da lassen. Ja. Zusammen seid ihr fast richtig. Wow. Nee, wirklich. Also, es ist ein Ladegerät. Xbox Series S. Es ist ein Off-Brand-Controller für die PS5. Also, erstmal der Preis fürs richtige Raten, was im Warenkorb ist. Ivan, leck mich am Arsch, bist du nah dran. Wow. Also Ivan hat wirklich borderline eine Punktlandung gemacht. What? Marke Meier. Das ist sogar die Farbe ist richtig. Es ist wirklich krass. Es ist Naja, da hatten wir beide recht. Ich habe orange gesagt. Ja. Ja, wir haben beide absolut. Also deswegen meine ich, es ist insane, wie nah du dran bist. Weil mein großer Topf ist kaputt gegangen. Ja. Die Beschichtung ist abgegangen. Wie teuer ist das Set? Das ganze Set würde 230 Euro kosten. Oh, das ist aber ein guter Preis, Set mit das zwei echt viele. Das sind echt. Ja, ich habe gestern Nacht dann auch noch Videos geguckt. Preis-Leistungs-Sieger. Und das ist das, was ich bereit wäre, vielleicht auszugeben. Das sieht aber ganz süß aus. Das sah eben gerade so riesig aus, aber es ist gar nicht so riesig. Einige sind groß, einige sind klein. Ich glaube, die hole ich mir auch. Die sind, ich sag mal so, das ist ein schönes Produkt, wenn man nicht bereit ist, das gleiche Geld für einen Topf auszugeben. Ja. Weil das mache ich nicht. Und was ist es für eine Oberfläche? Also was ich dachte, das würdest du gerade machen. Jonas, ich muss sagen, ich habe einen Punkt, wo ich sage, ich zahle euch nicht 300 Euro für einen Topf. Weil der macht für so einen Bräter? Ich hab einen Le Creuset-Topf. Genau, aber wenn der gut gebraucht ist, also mein Vater hatte sein Ding gefühlt sein Leben lang, diesen Topf. So. Oder ich weiß nicht, ob der noch existiert, aber ich glaube, der hat locker 20 Jahre. Also das ist ja so eine Investition. Das Ding ist, ich habe ja dann auch so Testberichte gelesen. Ja. Und das Ding hier, das gewinnt halt einfach gegen Le Creuset, weil die halt sagen, da kostet quasi ein Topf 60, 70 Euro, wenn du es runterbrichst. Ja. Und der ist vielleicht 3% schlechter. Und das ist dann einfach nur Mathe. Und was sind die Eigenschaften dieser Töpfe oder Pfannen? Besser, also sind es, es gibt ja so. Das ist Stahl, ne? Stahl oder. Ja. Genau. Beschichtet. Und ich habe eine, nur, falls, ihr könnt es ja gerade nicht sehen, einen großen Topf, einen kleinen Topf und eine hohe Pfanne und eine niedrige Pfanne. Hm.
So, das war das teuerste für 235 Euro das Set. Das ist für so viele Items super eigentlich. Ja, ne? Wie also gesagt, hat auch bei BBC Good Chef den letzten Fun-Test 2024 gewonnen. Ja, da war ich wohl gestern Nacht, als ich nicht schlafen konnte. Ja. Deswegen, Ivan, fantastisch. Jonas, das ist so lustig, wir sind genau auseinandergegangen. Du hast gestern geguckt nach so Bargains, was ja Fun angeht. Und ja, ich habe gestern noch spät nachts schwer rauchend Marco Pierre White's Interview gehört, wo er, dann, wo er erklärt hat, dass man im Struggle leben muss. In gewisser Hinsicht so, Parallelitäten. Und Jonas hatte komplett recht. Ich habe ein Kochvideo gesehen, was mich dazu veranlasst hat, mich neu aufzustellen. Ja. Ihr wart falsch. Ich werde weiter vorlesen, was ich noch gekauft habe, ja, weil dann könntet ihr es zusammenkriegen. Ich leg mal los, okay? An Gegenständen, die man verkochen muss. Auch einen kleinen Test für die Leute zu Hause. Ja. Bin ich sehr gespannt. Also, wir haben Boxhornkleesamen. Kommt übrigens alles in die Prüfung. Was ist das denn? Boxhornkleesamen. Klingt wie so, also wenn wir Scrabble spielen würden, du würdest das Wort, würde ich, würdest du mich challengen? Würde ich angreifen. Ja. Kreuzkümmelsamen. Das kriege ich. Zimtstangen. Ist ganzen Koriander. Ja, es ist was Arabisches oder Türkisches. Fenchelsaat. Ja. Ja, oh, immer noch. Ich muss weiter nach oben scrollen. Du musst das carryen. Schwarzer jetzt, Pfeffer ist jetzt nicht so spannend. Ja. Sea Salt, auch nicht so spannend. Aha. So flaky Sea Salt. Koscher oder nicht? Koscher. / Halal. Ja. und jetzt der vielleicht größte Giveaway. Ja. Kashmir Chilis. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin jetzt so ein, könnte es wieder was Indisches sein oder so. Aber stimmt, du wolltest dich doch mal an indische Sachen trauen. Ich meine mal, dass wir mal darüber gesprochen haben. Ah, und Königskümmel gibt es auch noch. Es sind sehr viele Gewürze und das ist oft ein Zeichen dafür, dass indisch gekocht wird. Ja. Oder generell asiatisch, aber tatsächlich hauptsächlich, gerade wenn es solche Gewürze sind, würde ich tatsächlich in die Richtung Indien gehen. Ja. Ja. Und wenn er jetzt schon extra Kashmir-Chilis besorgt und nicht irgendwelche anderen Normalo-Chilis, vielleicht dann irgendwas Afghanisches, Iranisches vielleicht, weil also vielleicht Safran war nicht dabei. Safran war nicht dabei. Ah, okay. Safran habe ich. Nee, es ist, glaube ich, indisch. oder pakistanisch. Ja, wow. Aber das ist jetzt. Also wenn du das einloggst, würde ich dir sogar beides geben, weil das krieg ich auch nicht auseinandergehalten. Also es gibt da natürlich riesige Unterschiede, Freunde. Schreib mir keine wütenden Nachrichten. Du hast ja Konflikt-Chilis geholt, Kashmir-Chili. Das ist ja die Konflikt-Region. Pakistanis und Inder kämpfen seit Ewigkeiten um diese Kashmir-Region. Ja. Ja. Also es kann in beide Richtungen gehen. Ja. Okay, aber dann wissen wir ja trotzdem jetzt nicht, ob das, was da sonst noch dazukommt. Weil da offensichtlich jetzt fehlen ja noch die wichtigsten Teile, um zu sagen, was es am Ende wird. Genau, das sind nur die Sachen, die ich, genau. Log ein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also, Chili con carne. Ein sehr fancy Chili con carne. Mexikanisch. Wiener Schnitzel. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass du versuchst, ein authentisches Curry zu machen. Mhm. Ich weiß ja nicht, was, wie gesagt, sonst noch da reinkommt. Mhm. Irgendwas, was brodelt. Irgendwas, was brodelt. Vielleicht versuchst du auch so ein Chicken Madras oder sowas zu machen. Ey, Jonas, ich löse auf, weil du bist so nah dran. Ja, bitte. Einmal Round of Applause. Es war indisch. Ja. Auf jeden Fall. Aber es ist ein Vindaloo. Ah, ein Vindaloo, okay. Aber du warst sehr nah dran. Ist ein Madras ist sehr nah an einem Vindaloo. Bring die auch oft durcheinander. Erklär du mal, was ein Vindaloo ist. Bei Vindaloo ist der große Unterschied, da mache ich jetzt mal einen richtigen Koch-Klugscheißer-Move. Das ist aus der Region, ein Chicken-Gericht aus der Region Goa. Und Goa ist eine ehemalige portugiesische Kolonie. Und Vindaloo setzt sich zusammen aus dem portugiesischen Wort für Essig und Knoblauch. Mhm. Das heißt, du machst quasi einen indischen Masala-Grundansatz aus Boxhornklee. Senfsamen sind auch noch drin, die waren dann aber nicht dabei. Was es aber abhebt von anderen Masala- und Curry-Varianten, ist Apfelessig und eine perverse Menge Knoblauch. Mhm. Also 16, 18, 20, 10 Knoblauch kommen da rein. Ja. Krass. Ja. Und also das zwei Füße. Ja, zwei Füße Knoblauch. Das sollte eine Einheit werden. Ja. Übrigens, guter Name für die Folge, zwei Füße Knoblauch. Ja, perfekt. Ich schreibe es mir auf. Ey Jungs, nicht schlecht, ihr habt richtig gut geraten. Also ihr habt mich, wir kennen uns offensichtlich gut langsam. Ja. Du hast sofort den Topf gerochen, du hast sofort so, nee, der Typ hat gestern Nacht wieder ein Kochvideo gesehen. Das ist alles wahr. Es ist genau so passiert. Das stimmt. Zwei Füße Knoblauch. Zwei Füße Knoblauch. Ja, also bei mir ist es sehr viel unspektakulärer, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind nur Bücher.
Oh nice, ich wünschte, ich wäre das, aber ich bin das leider nicht. Und es sind aber Bücher, die ich seit Jahren jetzt in diesem dürfen wir raten? Wait-Ding habe. Welche Bücher, raten, welche Bücher, erstmal wie viele Bücher ja. sind da drin? Also tatsächlich habe ich Saved for Later 18 Items und das sind nicht nur Bücher. Okay, aber wie viele Bücher von denen? Na, warte mal. Von denen sind es 12. Okay, dann das heißt, jeder von uns darf 3 Bücher wählen, die, wie wir glauben, die Jonas schon immer mal lesen würde. Das wird interessant. Okay. Da kommt sie nie drauf. Nee. Okay. Nee. Aber können wir wenigstens so in so Richtungen raten und wir gucken, ob die Richtungen... Also ich kann euch jetzt schon sagen, dass, dass es einmal was gibt über Wissenschaft und ansonsten gibt es ganz viel Sci-Fi viel, und Fantasy-Kram. Okay, ich möchte ein Guess, ich möchte ein Guess also, ich würde sagen... Sachen, die ihr schon immer lesen wollte, das sind oft vielleicht auch Klassiker, deswegen würde ich sagen George Orwell. 18, holy shit! Welches Jahr war das nochmal? Genau. 1997! Like it's 1999. Mein Freund sich in der Südsee und weil wir einen Überwachungsstaat haben, weiß ich das. Ja, hier, George Orwell, 1944. 84. Tatsächlich. Yes! Geil! Ja, okay. Leck mich am Arsch. Okay, warte, ich muss. Du hast unter allen Büchern, die existieren, triffst du ein Buch! Ja, ja. Ja, aber ich kenne auch Jonas, doch Sci-Fi. Alter, und so. Du bist richtig gut. So, okay. George Orwell ist nicht klassisch Sci-Fi. Es sind ganz viele Klassiker dabei, genau. Die ich einfach gerne haben würde. Ja. Okay, pass auf, ich gehe jetzt, das weiß es ein bisschen, wahrscheinlich ist es das nicht, aber du hast da so ein Comicband von dem dänischen Zeichner Möbius noch drin. Nein. Weil der auch sehr viel Sci-Fi gemacht aber hat. Aber Comicband ist nicht falsch. Okay, guck mal, ich habe immerhin versucht. Ich gehe mit dem nächsten Klassiker. Ich würde sagen, die originale Version von entweder Dschungelbuch oder Aladdin. Interessanter Call. Aladdin habe ich schon, Dschungelbuch habe ich nicht hier drin. Schade, schade. Du hast die originale Variante davon. Ja, Tausend und eine Nacht. Ja. Mist, boah, bekennst du ihn besser als ich gerade, was das angeht. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich gerne lesen würde. Ja, weil ich habe doch mal an einem Skript gearbeitet über Djinns. Also Jonas, wenn wir ein Wissenschaftsbuch haben, versuche ich jetzt zu antizipieren. Also, Biologie ist natürlich sehr naheliegend. Ja, aber es ist, wir müssen es ein bisschen einengen, sonst ist es zu gefährlich. Ich möchte dir erstmal sehr viel zutrauen. Ja, okay. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, es ist nicht die billigste populärwissenschaftliche Literatur. Wir haben da schon ein bisschen was Forderndes dabei. Ja. Das ist Buch von Bibi. Das neue Yoga-Buch von dir. Das neue Was ist was? Du hast von... Alter, du hast das ausgefangen. Das noch gab, was ist was? Diese Fragezeichen ausrufezeichen, ne? Ein Physikbuch von Richard Green ist da drinne. Ha, wie heißen die denn alle? Naja, irgendwas mit so Strings und Quantenmechanik. Du willst dich da mal fordern. Mhm. Du hattest mal so einen Moment, wo du dachtest, das ist schwer, aber das verstehe ich jetzt mit den Strings. So ein Buch habe ich zu Hause und ich habe aufgegeben. Ja, ich auch. Ich habe es auch. Und zwar von Richard Green. Ich habe was über Astrophysik tatsächlich hier dran. Dann ist es Stephen Hawkins, eine kurze Geschichte der Zeit. Knapp daneben. Okay. Es gibt nur noch einen Physiker. Einen berühmten, weltberühmten... Richard Green, Stephen Hawking. Der so populärwissenschaftlichen Schiff ist. Ist es dann Neil deGrasse Tyson? Sie. Von dem, ich kenne keine Werke von dem. Astrophysics for People in a Hurry. Nice. Guter Titel. Ja. Okay, aber guck mal, zumindest im Genre der Wissenschaft nicht komplett daneben. Ja, genau. Ich dachte, es wäre ein einfacher Einstieg für mich, weil mit Astrophysik bisher mich überhaupt nicht beschäftigt habe. Ja, und Richard Green ist auch sehr... Ja. Also... Was ist, mich hat das absolut gedemütigt, wenn mal jemand meinte, das wäre so Populärwissenschaft und ich war bei Seite 17 raus. Ich habe es nicht mehr verstanden. Ich möchte noch einen anderen Artikel raten. Und zwar, du bist ja so eine Filmmaus. Yeah. Ja. Du drehst ja gerne Sachen, Kurzfilme und so. Da ist bestimmt die ein oder andere Linse oder Kamera-Equipment dabei. Korrekt. Sehr gut. Also das ist ja jeder Schuss ein Treffer gerade. Ja. Ich habe tatsächlich was in Beobachtung, was aber allerdings mehr... In Beobachtung? Was mit uns, scoutet er noch. Was mit uns zu tun hat. Nee, ich warte, ob es der Preis droppt. Ja, natürlich. Ja. Und das ist eigentlich schon ein krasser Hinweis. Ja. Naja, das soll Kamera sein. Ja, uns fehlt ja nur noch eine... Exakt. Eine Black Magic. Eine Black Magic, deswegen habe ich den Beobachtung. Okay. Dann wird das wahrscheinlich das teuerste sein in deinem und das Easily. Günstigste, du bist ja auch so ein kleiner Gadget-Typ, ist wahrscheinlich so ein Adapter für irgendwas. So ein USB-C würde ich bis jetzt nicht Everything Adapter. Ja, ein USB-C zu Klinke. Genau. Irgend so ein weirden Adapter. Genau. Lustigerweise zu VGA USB-C. Lustigerweise habt ihr Unrecht. Das günstigste, was hier drin ist, ist ein Buch, was so krass herabgesetzt wurde. Aha.
dass es nur noch 2,99 kostet. Wow! Und es ist ein, Klassiker der Literatur, ist ein Paperback, genau. Klassiker zum kleinen Preis von einem, vom Anaconda Verlag, zufällig? Vom was? Vom Anaconda Verlag? Steht hier gerade nicht. Ein Klassiker, das könnte alles sein. Anaconda? Das könnte Kafka sein, das Gefangenenlager. Steht da quasi Werk 127 als irgendeine Zahl an den ersten. Es ist, ich bin gerade wie so ein Hypnotiker. Ist ein moderneres Buch, es ist aus Amerika und es hat, kommt in Schulenglischkursen viel vor. Was wird da gelesen? Charles Dickens wird da gelesen? Ja, das ist ein Engländer. Oh, oh sorry. Ernest Hemingway. Also es ist aus dem 20. Jahrhundert, wenn das hilft. Und es ist was, was alle Jugendlichen... Der Fänger im Roggen. Korrekter Mundo. Wirklich, Alter? Ja. Das ist auf den bin ich jetzt ein bisschen stolz. Das ist auch das einzige also Buch, was englische ich Version natürlich, Catcher in the Rye. Ja. Hab ich nie gelesen. Ich habe das als 16-Jähriger total geliebt. Ich glaube, ich würde es heute nicht mehr lieben. Es also so, hat das damals was mit dir gemacht, ja, als du es gelesen aber hast? Aber es ist nur, weil es so ein typisches Angsty-Teenager ist. Es ist so wie die Leiden des jungen Werthers. Ja. So, manche Leute klickt der Shit und die Leiden des jungen Werthers. Jedes Buch von Hermann Hesse. Mochte ich immer nicht. Immer quengelig. Ja, Steppenwolf habe ich damals auch geliebt. Quengel, quengel, quengel. Riesen Referat darüber gehalten und eine gute Note bekommen. Also ich habe genau zwei Dinge in meinem Einkaufswagen. Ich kann das jetzt aus dem Kopf. Aber ich bin nicht jemand, der sammelt. Das sind aber genau dann, zwei. Ja. Ihr dürft gerne raten. Du hast so ich bin unberechenbar. Ich glaube nicht, Ivan dass ist wirklich komplett. Ja, es könnte das sein. Was war das? Es könnte Tennisbälle sein. Einfach so eine Tube-Tennisbälle. Es könnte alles sein. Ich wollte schon immer ein bisschen Tennis üben. Ey, Ivan, bei dir habe ich wirklich keine Ahnung. Ich glaube, ehrlich gesagt, es kam eher aus einem Sportgedanken. Und deswegen ist es so ein Band, was man über den Arm zieht, wo man dann oben das Handy so reinsteckt. Geil, kein schlechter Call. Es ist wirklich ein guter Call, aber ich habe bereits so einen Laufgurt. Also, aber zu einem anderen Punkt wäre das richtig gewesen, ja. Ist es was Sportliches? Ich kann euch einen Tipp geben, es ist einmal ein Buch, also etwas mit Blättern. Dann ist es ein Malbuch. Nein, ich will nicht sagen, welches Genre, aber es ist kein Roman, dann müsst ihr schon mal nicht raten. Ist auch kein Sachbuch. Okay, es bleibt wenig übrig. Und das andere ist ein Gadget für mein Telefon. Bilderband oder was? Es ist ein Comic. Ivan könnte auch Bilderband sein, könnte ich mir auch vorstellen. Okay, ein Comic, immerhin. So ein Graphic Novel bin ich auch, blätter ich gerne rein und gucke mir die ganzen Sachen an. Comic? Kleine Empfehlung von der Seite, ich werde jetzt nicht drauf kommen. Es ist Sarah Anderson, aka Sarah Scribbles, macht unglaublich witzige unglaublich witzige Comics, auch mein ist mein Secret Crush auch übrigens. Ich finde diese Frau... Darf ich einmal ganz kurz? Das hast du gerade Podcast gesagt. Ja. Das ist jetzt nicht mehr Secret. Google mal Sarah Anderson. Ist eine wirklich, also ich finde, die hat so heftig Funny Bones. Sarah und macht so heftig gute Comics. Anderson. Ja. Mit Sarah Scribbles quasi ist ihr Comic-Sketchname. Okay, und das andere Item? Sie hat drei Bänder schon draußen. Also sie hat angefangen. Ah, die kennt man. Die ist super berühmt. Die ist super berühmt. Und die bringt auch quasi ihre Comics. Ja, das hat jeder aber schon mal. Aber das ist nicht ihr. Nein, ist ich nicht weiß. Ihr, genau. Ich hab's gerade nicht gefunden. Kann man das irgendwie in die Kamera zeigen? Das ist, also jeder von euch hat das einmal gesehen. Genau. Weil die ist ja riesig. Und interessant. Und sie hat einen vierten Band, der Oddball heißt. Den werde ich mir holen. Okay. Und das zweite ist ein Gadget für mein Telefon. Da dürft ihr jetzt raten, was es ist. Ist eine Folie, die man raufklebt, dass Leute von der Seite nicht sehen können, was du machst. Ey, so ein guter Pick, aber es ist nicht. Es ist dieser Knüppel hinten, den man so leicht abziehen kann, damit du das so hinstellen kannst. Das ist es. Also es ist aber kein Knüppel. Es ist quasi so etwas, was magnetisch rangeklickt ist. Aber es ist quasi ein Stand, damit ich in Zugfahrten einfach so nicht die ganze Zeit irgendwie so irgendwo nicht rein... Schlecht. Der Klassiker. Sehr gut. Ja. Ey, Jungs, ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz auf uns alle. Ja. Wir haben das alle ganz gut gemacht. Da wurde ganz gut vorgehorcht. Ja. Wir kennen uns ja jetzt wohl auch noch ein bisschen. Was war euer schlechtester Kauf auf Amazon jemals? Oh, da gucke ich einmal meine Bestellhistorie. Ich habe Amazon ist manchmal, muss man... Schlechtester Ich habe einen, und zwar... Da gibt es manchmal so einen Dreck. Ich habe zwei, drei Calls. Einmal habe ich mir einen Beamer gekauft. Habe ich auch so angefangen, Reviews zu gucken. Und das war der Beamer, der irgendwie rausgestochen hat. Für Beamer muss man unendlich teuer 200 kaufen. 200 Euro habe ich dafür ausgegeben. Der kam an. Und ich habe ihn angemacht. Und der roch super nach verbranntem Plastik im Betrieb.
Und es hat mich richtig gestört, weil das war schön. Ich habe ja bei mir ganz, also links unter meinem Dings hier, rechts an der Wand, wenn man reinkommt, bei mir ist ja eine große Fläche. Ja. Mhm. Und dann kann ich die einfach auf mein Bett packen, den Beamer, dann kann man eigentlich ganz gut Sachen gucken. Also der Gedanke ist nice. Aber in der Praxis ist es so doll gescheitert, weil das roch einfach schlecht die ganze Zeit. Ich hatte die ganze Zeit Kopfschmerzen. Und ich habe ihn auch so maximal ungünstig aufgemacht. Ich bin jemand, der macht so richtig barbarisch die Verpackung auf. Wirklich? Als ob ich das niemals wieder zurückschicken würde. Also, aber da hätte er wieder beides sein können. Ja. Er hätte Handschuhe mit so Rasiermesser, um das ganz ordentlich zu machen, oder einfach so mit dem Mund und am Ende mit den Füßen. Also schon, so, du meinst wie ein Serienmörder oder was? Ja, oder aber manchmal hat er ja so Momente, wo der die maximale Ordnung herrschen muss. Ja, ja. Das ist ja bei ihm immer schwankend. Mein zweiter Fehlkauf war so ein Retro-Controller, den man in USB-C reinstecken kann. Ja. Und hat wirklich genau nur von 12 Tasten nur eine Taste funktioniert. Das war wirklich nur ein das ist ja furchtbar. Ich war so, das ist so ein Jetzt Scam. Ist mir was eingefallen deswegen. Ja. Ich habe ist fantastisch schlecht. Ein Aufnahme-Tape-Deck. Kennt ihr das in so alten Filmen, wenn Leute so verhört werden und dann macht jemand so dieses Ding? Das ist fantastisch. So eins. Geil. Es ist modernisiert, das heißt, man kann einen USB-Stick reinstecken, um ist aufzunehmen. Ist ja mega cool. Das Problem ist nur, wenn du die Aufnahme und die Play-Taste zusammen runterdrückst, was man zum Aufnehmen braucht, dann bleibt die eine Taste nicht unten. Oh. Die hakt nicht ein. Das heißt, das Ding funktioniert nicht. Unbrauchbar. Also es war eh nur gedacht als Prop eigentlich für so. Das ist ziemlich geile One-Night-Stand. Nee, ich dachte, du kannst halt dann auch so ganz. Play this und dann ist es wie so ein Escape Room. Nee, aber ich dachte, du kannst so Detektiv-Noir-Geschichten und so. Du kannst so kleine Sketche damit drehen. Ja, das sind schwarz-weiß und so und dann drückt man auf dieses Ding. Keine Ahnung. Ja, das ist so geil. Aber das Problem ist, das hakt ja nicht ein. Also das einzig Wichtige für einen Film, nämlich dass das Ding so unten bleibt. Genau, dass man den Shot auch hat, dass man den Shot bleibt. Hat, wie das so runtergedrückt wird. Ja. Genau, das macht das geht nicht. Das ist fantastisch. So. Und das waren jetzt nicht teuer oder so. Pass auf, mein Beamer war ja teuer, das waren irgendwie 200 Euro und ich habe es zurückgeschickt. Oh, und es kam, mir wurde das Geld so nach 5 Monaten immer noch nicht, also da stand immer noch, wird bearbeitet. Und da habe ich angerufen, war dann so, yo Leute, also ich habe es eingereicht, hier ist der Sendungsnummer, wie sieht's aus? Also ja, hier ist dein Geld. Also wirklich, das juckt die null, gar nicht. Das ist komplett egal. Also, okay. Ja. Und das Geld war auch wirklich am nächsten Tag sofort da. Amazon, also es gibt ja wirklich so viel Geld. Man kann viel über die sagen, aber die sind so, kannst du haben. Ja. Wer war denn das? Der ist neulich verhaftet worden, weil... Ich habe übrigens auch noch eine Antwort. Ist ein Typ neulich verhaftet worden, weil er immer wieder Rechnung an, Apple? Nee, Facebook. Nee, an Facebook. Und so weiter geschrieben hat und Millionen. Die bezahlt bekommen hat. Unfassbar viel Geld gemacht. Nicht 100. Nee, der, 10, aber der hat super viel Geld gemacht. Der hat quasi sich als Firma ausgedient, die quasi für die Ads gemacht hat, aus Taiwan quasi. So funny, oder? Und dann ist unglaublich. Warum er da nicht aufgehört hat, ist für mich eine interessante Frage. Weil er hätte ja locker bei 5 Millionen aufhören können. Ivan, weil man nie da aufhört, wo man aufhört. Gier und Hunger. Das ist doch das ganze Ding. Ja. Weil, wenn du sagst, er hätte bei 5 aufhören können, könnte ich sagen, warum hat er nicht bei 400.000 aufgehört? Das stimmt. Das geht immer. Die Logik geht immer. Rückwirkend, geht's nicht. Und ich frage mich wieder. Aber so die guten Spieler sind ja die wissen, ne? You gotta count your chips. Ja. Und du musst rechtzeitig wissen, wann du aufstehst. Aber deswegen gibt es ja so gut wie keine guten Spieler. Ja. Sondern sehr viele Süchtige. Ich denke mir halt einfach, guter Pokerspieler. Das ist eine super krasse Geschichte, die habt ihr wahrscheinlich auch kurz mal, weil die war überall in den Medien. Ich frage mich, wie sowas abläuft. Also sucht dann Interpol nach solchen Leuten? Quasi so eine. Ab einer gewissen Größe, ja. Und ich frage mich dann, was machst du, um unterzutauchen? Also, weil es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, weil wenn du jetzt nicht aus dem das Haus... Das werde ich nicht im Podcast beantworten. Wenn du nichts... Aber dann privat. Ja. Aber wenn, ich denke mir halt Folgendes. Du wirfst ja alles, was du hast, weg, quasi. Du hast eine Bargeldmenge in einem 2 Säcken oder so, fängst wirklich von vorne an, gehst auf irgendeine Insel, tauchst einfach für 5... Das kann man doch gar nicht... auf irgendeine Insel gehen. Das kann man doch gar nicht verfolgen. Wie wollen die denn, wenn die keine technischen Geräte haben, so fragen die dann Leute, haben sie den Typen gesehen oder ist es dann so? Ja, ganz oft werden solche Leute verhaftet, weil sie durch irgendein Bagatell auffallen. Also die lokale Polizei nimmt die wegen irgendwas hoch, weil die einen Autounfall hat, was oder auch immer. Oder prüfen die das? Was und auch dann landen die halt im System und dann irgendwo geht da eine rote Flagge hoch und das ist halt das Problem. Ja. Oder so, hey, der Ausweis ist offensichtlich nicht. Falsch, ja, genau. Also sobald man das ja einmal überprüft, wie Jonas sagt, fliegt es halt auf. Genau, also sobald du im System landest, irgendwo klickt es dann manchmal. Aber es gibt halt Länder, wo das tatsächlich, also es gibt ja auch so Städte, die super weird sind, die so in Südamerika sind, die in 3 Ländern gleichzeitig existieren, ne? Also die so an einem Eck sind. Ach, krass. Und dann kannst du halt einfach, also das ist so total unregulierter Raum, da kannst du so innerhalb von 5 Minuten im Prinzip in ein anderes Land reinlaufen und die Polizei muss da anhalten. Die können dich da nicht verfolgen. Hier ist nochmal die alte RAF-Terroristin, die einfach für 25 Jahre in Berlin gechillt hat. Weil, habe ich vergessen, aber ich weiß, wie du meinst. Ja, krass. Geht halt auch. Geht einfach auch.
Also es ist absolut möglich. Also offensichtlich, ja. Ist die Antwort, offensichtlich ist die Antwort, man muss sich schon ein bisschen nach Berlin ziehen und man muss sich nicht dem... Kuba ist gut, ne? Kuba ist auch nicht schlecht. Man darf sich nicht doof anstellen einfach, sondern man muss ein bisschen... Das Leben im Untergrund ist halt, was ich gehört habe, super kacke. Ja. Es ist einfach kacke. Du hast nicht wirklich ein Handy, du hast nicht wirklich Bargeld, also nicht wirklich ein Konto. Also wie der Himmel auf Erden gerade. Die Leute machen es aus Überzeugung, ne? Aus Ideologie, dass... Naja, oder weil sie verfolgt werden. Ah, ja, oder, ja. Oder der Staat sucht sie. Okay. Aber guck mal, das heißt halt irgendwie auch, du kannst irgendwie kein Konto aufmachen, weil du immer nur einen Fake-Ausweis hast. Und das würde jedes Mal auffallen. Ja. Du kannst kein Auto mieten, es ist anstrengend. Also viele Leute fliegen ja auch einfach auf, weil sie unvorsichtig werden. Und dann werden die danach interviewt und waren dann irgendwie so, ja, ich glaube, ich wollte auffliegen. Ich hatte die Schnauze voll. Ja. Ich hatte einfach die Schnauze voll. Es ist aber auch krasser geworden, weil früher ging ja alles mit Bargeld. Ja. Und also da war das viel üblicher, dass man einfach auch eine Miete mal mit Bargeld. Du gehst in so, genau, oder gehst ging in, ja auch mal. Das ist ja undenkbar gerade. Du gehst in so eine Autovermietung rein und zahlst alles bar und so. Das kannst du heute immer noch machen, aber es ist alles auffälliger geworden. Ich habe auch gelesen, dass quasi die Einzahlmenge bei Banken jetzt, glaube ich, von 20.000 auf 7 runtergegangen ist. Also 7 Euro. Holy shit. Also es ist von einer signifikant großen auf eine... Signifikant tief. Das wäre so ein geiler Troll-Move von der Bank, zu sagen, du kannst immer nur 7 Euro am Stück. Das ist nicht mal ein gerader Wert. Kann auch sein, dass es meine Bank ist, also die so ist. Keine Ahnung. Aber es kann auch gut möglich, dass das reguliert wurde. So wegen halt Schwarzgeld. Ja, ja, das ist ein großes Problem jetzt, weil die Leute müssen jetzt natürlich sehr erfinderisch daran werden, Geld zu waschen. Ja. Und werden sie auch. Also 7.000 Euro ist, also wenn du wirklich so Geldwäsche-Scheiß machst, dann ist 7K nichts. Ja. Das ist gar nichts. Das nervt dich. Ja, genau. Das ist wirklich richtig nervig. Ja. Also was, wie gesagt, was ich gehört habe, ist, der Untergrund ist wohl nicht zu empfehlen, wenn man da so ganz viel Spaß haben möchte. Mhm. Ist wohl sehr nervig. Aber sehr, meinst du nicht, dass es auch vom Land abhängt? Es gibt ja immer noch das Länder, kann schon sein. Wo mit, also da wird hier nicht mit Karte gezahlt. Nee. So, also. Aber guck mal, Jonas, du kannst eigentlich auch ab dem Moment nie wieder Kontakt mit irgendjemandem haben, den du vorher kennst. Ey, du hast bisher noch keine schlechte Sache gesagt. Ich weiß, Jonas, ich weiß. Reden wir nochmal in 7 Jahren drüber. Das ist ja das Problem. Das aber glaubt ihr, der Staat besticht Leute, wenn die merken, der weiß was? Glaubt ihr, die geben denen auch Geld? Also okay, wenn jetzt hochfliegen lässt, kriegst du... 100%. Ja? Wie jetzt? Moment. Also nehmen wir an, da wird dieser 100%. Typ gesucht mit diesen 10 Millionen von Facebook. So, dann gehen die in diese Stadt und jetzt finden die raus, wo er quasi seine Unterkunft hat. Dann gehen die zu einer Rezeption, machen so, pass auf, wenn ihr uns sagt, wo der hin ist, geben wir euch Summe X. Der Staat? Mhm. Nee, das glaube ich nicht. 100%. Ja? 100%. Warum sollte der Staat das machen? Warum soll er es nicht machen? Wenn es die einzige Möglichkeit wäre, daran zu kommen mit Geld, sind die, okay, hier ist Geld. Ja, aber das ist ja, das motiviert sie, der ist ja kein Terrorist. Nein, nur als Beispiel, immer meinte, ob wir glauben, dass der Staat auch für Informationen Geld bezahlt. Naja, es gibt ja quasi, meine Antwort, es gibt ja auch in Berlin quasi ganz klassische Sachen, wenn du jemanden siehst bei Graffiti-Sachen und das meldest, kriegst du ein Taui. Das wurde mir in der Schule... Ja, aber das ist ja above the board. Das ist ja, das wird ja ausgeschildert. Ja. Das ist ja jetzt nicht, also das ist... Ja, das kannst du als Spesen schon absetzen. Ja, nee, aber das ist ja was anderes als, ne? Also, genau. Aber ich frage mich dann mal, wie solche Sachen ablaufen. Irgendwie finde ich das dann doch spannend. Safe, ja, klar, ist ja auch irgendwie. Warum sollen die das nicht einfach aus den Leuten rausprügeln? Ja. Ja, das ist A, immer schlechtere PR für eine Demokratie. Ja. Punkt. Ja, ich will meinen Punkt jetzt schon voraus, dass das in der Demokratie passiert, aber Leute, die aussteigen. In Deutschland wäre das ja jetzt zum Beispiel so, da würde man nicht jetzt nicht zusammenschlagen, man würde erst ein paar Mal nachfragen und dann, je nachdem, wie wichtig das ist, man würde wahrscheinlich eher ausspionieren. Wenn du es uns nicht sagst, spionieren wir dich jetzt aus. Wir hatten ja schon mal die Frage, ne, wo wir abtauchen würden. Du hattest, glaube ich, irgendwie Chile oder Argentinien gesagt. Ja, irgendwo in Südamerika. Ich weiß nicht mehr, was bei mir ist, glaube ich, Kreuzberg. Kreuzberg. Ey, wie gesagt, wenn die Terroristin eins gezeigt hat, die hat einfach 25 Jahre in Kreuzberg gelebt. Ja. Das ist ja insane. Also, das ist wirklich insane. Muss man sich ja mal überlegen. Ja, Mann. Habt ihr dieses eine geniale Interview gelesen? Die waren offensichtlich auch nicht hart motiviert, sie zu finden. Nee, wahrscheinlich nutzt sie jetzt irgendwann ab. Ja. Ja. Dass jemand gefragt wurde, als dann rauskam, wie das also so Nachbarn gefragt, wie das wohl war, neben einer Terroristin zu wohnen. Und der Typ hat einmal gesagt, alles ja spannend, ich wusste gar nicht die ganze Zeit nicht, dass die Genossin neben mir wohnt. Rotfront und ist gegangen. Und ich finde es einfach, das ist für mich so die Most Berlin-Sache, die passieren kann, ist das alte Kreuzberg. Na, das ist ja mittlerweile gentrifiziert bis in die Aber wie lustig ist es, dass Bild so einen Skandal will und die Genossin hat neben mir gewohnt. Ja. Das ist doch nur das geil. Ist genial. Das ist eine Antwort, die kriegst du nicht in München. Das stimmt. Das ist so Berlin-spezifisch. Oh, weia. So funny. Die hat neben mir gewohnt? Oh mein Gott, Rotwein. Ja. Ich muss erstmal einen trinken. Ja.
Ihr Lieben, wenn ihr Geld waschen wollt, abonniert unser Patreon und wir geben das bei einer Live-Show euch wieder in Bar wieder zurück. Oh nein. Ein Aufruf zu einer Straftat. Oh Gott. So ein Spaß. So ein Spaß. Nee, vor allen Dingen, es kostet uns Geld. Also wir haben ja nichts davon. Nein. Unterstützt uns gerne auf Patreon. Wir machen gleich im Anschluss noch eine Folge. Ich habe zwei Sachen, die ich noch erzählen wollte. Ich hatte den schlimmsten Morgen überhaupt. Ich habe total vergessen. Hatte ich nicht irgendwas mitgebracht? Wollen wir in der Plusfolge drüber reden? Wir müssen also, wirklich jeder sagt, was er in der Plusfolge noch reden möchte. Ich habe noch, ja, jetzt will ich darüber reden. Okay. Das ist das ich möchte noch ein bisschen die Plusfolge anteasern. Ja. Wir werden diskutieren, was der beste Geldschein ist. Ist das einfach? Ja, nein, ist nicht einfach. So einfach. Also, sag's nicht jetzt, aber es ist sehr einfach. Ich werde euch von meinem schlimmsten Morgen jemals erzählen in der Plusfolge. Der schlimmste Morgen jemals. Ich erlebe gar nichts mehr. Ich habe ein Kind und ich bin müde. Ich kann euch erzählen, dass mein Kind anstrengend ist in der Plusfolge. Das könnt ihr gerne haben. Ich habe leider zu wenig geschlafen und ich habe wirklich Schwierigkeit, mich gerade zu erinnern, was so passiert ist in letzter Zeit. Das ist richtig weird. Kleines Sommerloch hier. Und wir haben noch das VMP-Phone, werden wir auch noch ein paar Sachen abspielen. Das läuft die ganze Zeit. In dem Sinne, besucht Falk Pötschek auf Tour mit immer zu viel. Wir können gerne über Will Smith reden. Adam Sandler war neulich bei Joe Rogan. Die haben über die Szene gesprochen. Es ist krass zu sehen, wie Adam Sandler keine Lust hat, Will Smith zu trashen. So, aber noch eine kleine Promorunde. Der Falki ist mit seinem Solo immer zu viel auf Tour. Ey, bitte kommt, Tickets move. Sehr schlecht. Ändert das? Es ist auch Sommer, kleines Sommerloch gerade. Endet heute. So. Ihr kauft die Tickets. Jonas Imam ist mit Uncool auf Tour. Die ersten Termine gibt es bereits schon. Geht auf jonasimam.de. Und ihr habt gemerkt, wie uncool ich sein kann. Ja. und ich bin mit meinem Solo noch einmal fühlig unterwegs mit dem Crescendo der Aufzeichnung im April 25. 25. Ich freue mich jetzt schon drauf. Es gibt keine Early-Bird-Tickets. holt sie euch oder holt sie euch nicht. Ich brauche ganz viele Leute. Hat er gerade Crescendo gesagt? Ja, mit dem das Crescendo der Tour. Ja, nee, ich bin nur überrascht, dass du das sagst. Mich überrascht es nicht, ich habe es ihm zugetraut. Nee, ich habe es ihm auch, das hat er damit nichts zu tun. Es ist nur, dass er sowas noch nie gesagt hat. Das stimmt allerdings. Was ist denn jetzt passiert gerade? Wo kam das denn her? Weiß ich auch nicht. Geh zu Ivans Finissage der Tour. Freu dich auf seine Derniere. Ja, so wird es ja wirklich genannt, keine Ahnung. Und freu dich auch auf seinen Derriere. Yeah. Der ist juicy. Was ist Derriere? Das kann ich nicht. Sein Hintern. Ah, okay. Vielen Dank, dass ihr uns auf Patreon supportet. Oh, das bedeutet uns wirklich die Welt. Und ansonsten schaut gerne in VMD rein. Jeden Montag kommt auch eine Folge raus. Und auf Patreon sind da auch ganz viele extra Abenteuer. Ansonsten, komm gut nach Hause. Gott schätzt das Internet. Und nehmt immer die volle Kaution. Tschüss. Volle Kaution. Verprügelt. Punchlines. Verprügelt. Punchlines. Verprügelt. Punchlines. Verprügelt mit Punchlines.